Ich habe das Privileg, in einem Wanderparadies zu leben. Südtirol ist bekannt für seine Berglandschaften und die vielen wunderschönen Wanderwege. Die Natur und das tolle Wetter laden dazu ein, den Rucksack zu packen und sich auf den Weg zu machen. Die Bergtopa-Ins faszinieren mich und bringen mich allem wieder ins Staunen. Beeindruckend sind die hohen majestätischen Gipfel, die kristallklaren Seen und die tiefen Täler. Ich genieße die Atmosphäre der Ruhe, die gute Luft und die schöne Aussicht von da oben. So ein Tag ist die perfekte Auszeit vom Alltag. Von da heroben sehe ich alles von einer anderen Perspektive. Die Sorgen werden klein. Es ist, als wäre mir der Himmel ganz nahend. Die Welt, in der wir leben, ist ständig im Wandel. Verändert sich ständig, nichts bleibt gleich. Zeiten ändern sich, Menschen ändern sich, Gefühle ändern sich. Da tut es gut zu wissen, es gibt einen Gott, der sich nie verändert. Er ist derselbe, gestern, heint und in Ewigkeit. Wenn ich auf die Berge gehe, spüre ich auch ganz besonders die Gegenwart von Gott. Ich denke mir, wie mächtig und groß ist der Schöpfergott, der das Paradies geschaffen hat. Wie unumstößlich und unerschütterlich ist so ein Berg. Er bleibt beständig und hat seinen festen Platz. Das strahlt etwas von der Beständigkeit und Unerschütterlichkeit von Gott wider. In der Bibel, im Buch Jesaja, da sagt Gott zu Israel: Berge mögen von ihrer Stelle weichen und Hügel wanken, aber meine Liebe zu dir kann durch nichts erschüttert werden. Und mein Friedensbund mit dir wird niemals wanken. Das versprich ich, der Herr, der sich über dich erbarmt. Gott ist der Fels, ist Fundament, auf dem ich sicher stehen kann. Auch in schwierigen Zeiten und Veränderungen ist seine Liebe zu mir das, was bleibt. Ich kann voller Hoffnung, Glauben und Mut weitergehen. Gottes Güte und Treue seien beständig. Gottes Liebe ist ein Geschenk, das er uns umbietet. Wir können uns dafür entscheiden, zu ihm zu kommen und seine unerschütterliche Liebe anzunehmen. Ab dem Moment wird Jesus zu unserem ständigen Begleiter, auf den wir uns allem verlassen können. Das zu wissen, hilft mir in die Herausforderungen des Alltags. Auf das will ich meinen Blick richten, so wie in der Bibel in die Psalmen gesagt wird. Ich schaue auch auf die Berg, woher kommt Hilfe für mich? Meine Hilfe kommt von Jahwe, den Schöpfer von Himmel und Erd. Bist du auch auf der Suche nach Ruhe und Beständigkeit? Nimm dir einmal eine Auszeit, mach einen Ausflug in die Berge und genieß die Zeit. Natur ist ein Ort, wo du Gott begegnen und erleben kannst. Und wenn du noch mehr über die Größe und Allmacht Gottes erfahren möchtest, kannst du in sein Wort in der Bibel lesen. Das, was dort drin geschrieben steht, ist genauso beständig wie Gott selbst und allem gültig. Wenn du noch keine eigene Bibel hast, schick mir dir gern eine, kostenlos und unverbindlich zu. Schreib uns einfach eine E-Mail an info@myinput.it. Auch wenn du Fragen hast, helfen wir gern weiter. Ich tat mich freuen, von dir zu hören. Vielen Dank, dass du den MyInput-Podcast gehört hast. Wenn du mehr wissen willst, geh auf unsere Website myinput.it oder folge uns auf YouTube, Facebook und Instagram.